deinen Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Danke. Und ja, meine Freunde, ich wüsste keinen besseren Ort, um diesen Vlog zu beginnen, als vor dem Weserstadion. In diesem Vlog seht ihr Ayutans 50. Geburtstag und meine 3 Tage in Bremen. Bin aus Köln rübergefahren nach Bremen, um Ayutans Geburtstag dabei zu sein. Er hatte mich ja eingeladen gehabt, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Habe ihn ja in Koblenz schon besucht gehabt bei dem Spiel von Ayutan und Valdez und jetzt eben nach Bremen gekommen. Für 3 Tage, also Dienstag, Mittwoch war der Geburtstag und heute Donnerstag fahren wir wieder zurück. Und ihr werdet jetzt gleich auch einige Legenden sehen, wie zum Beispiel Thomas Schaaf, wo ich kaum ein Wort rausbekommen habe, ebenso wie bei Frank Baumann. Das war für mich auch so ganz, ganz schwer, überhaupt die richtigen Worte noch zu finden. Und ja, ich werde euch das alles dann so jetzt gleich reinschneiden. Wie gesagt, die Tage hier in Bremen und der Geburtstag dann selber. Und ich hoffe, dass das Video einigermaßen was geworden ist. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es ja auch noch nicht im Schnitt gesehen. Bin jetzt praktisch gerade selber noch hier. Aber würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen oben da lasst, ein Abo da lasst und einfach mal gerne Hashtag unser Wohnzimmer und natürlich alles Gute Ayrton zum 50. in die Kommentare reinschreibt. So, wir haben Stau gerade, unseren ersten Stau. Ne? Gerade kurzer Bericht. Wir sind auf der Autobahn. Noch wie weit sind wir noch weg? Das sieht man ja gar nicht hier. Eine Stunde. Und deswegen gute Sache, wenn man Standverkehr hat, schnick, schnack, schnuck bis 3. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja! 1-1. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Na! 2-1. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja! 2-2. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Das gibt's nicht, der gewinnt der. Okay, kommt doch nicht ins Video, meiner nur. Also, da kommt man rein. Zum Flur, Vorflur. Hier, ab hier dann den Schlüssel. Das ist der Eingangsbereich. Badezimmer. Auch. Hier ist das eigentliche Hauptschlafzimmer. So. Küche. Und auch noch komplett. Und noch Wohnzimmer. Und wenn man jetzt da rausgeht, das gehört auch noch nur hier zu dieser Wohnung, ist praktisch hier noch die Terrasse. Sehr, sehr schön. Da schlafe ich jetzt drauf, weil, also hier können wir noch einen Topper drauf machen, da schlafe ich drauf, weil das ist zu klein. Da passt der Mike nicht drauf. Sonst hätte ich eigentlich halt dieses wunderschöne Bett gehabt. Aber ja, genau. Deswegen hat das jetzt dann der Mike und ich habe das da drüben. Das hier ist jetzt meine mobile Streamingstation. Mikrofon aber Hauptsache auch aufgebaut. Ja, passt doch. Also, wunderbar. Schock, das heißt, ich döne, das heißt Rollo. Und du bist gerade im Vlog. Was hast du dir da geholt? Das geht euch gar nichts an. Nein, Spaß. Einfach hier ganz normalen Gyros-Teller. Ne? Und hier ist noch die Tischpizza von ihm. Und ich habe auf Empfehlung von Abonnenten ein Rollo geholt. Das heißt bei uns... Ja, was heißt ein Rollo bei uns? Also... Wahrscheinlich Döner. Wahrscheinlich. Also, ich schätze mal, ich probiere jetzt, aber ich denke mal, ich denke darunter an Rollladen. Aber das sieht auch aus, ne? Eigentlich wie, eigentlich ähnlich wie eine türkische Pizza, nur ohne Soße. Das sieht einfach aus wie ein Wrap. Mit Dönerfleisch. Oder aber das ist Curry-Rollo. Da wird man auch nicht, das ist wahrscheinlich zu dunkel. Aber das ist eine Szene, die kann ich in den Vlog schneiden. Sag mal, erster Tag hier in Bremen. Wie findest du in Bremen? Ja, ist ganz, ganz schön hier auf jeden Fall. Ja. Nette Menschen, nette Umgebung, ist alles fußgängig erreichbar. Aber der da wo wir essen waren, war nicht so lecker, ne? Also... Ein bisschen Bauchschmerz. Ja, liegt ein bisschen schwer im Magen, muss man schon sagen, also... Muss man echt sagen. Aber das Stadion, man sieht es irgendwie gerade nicht so gut, ne? Aber man sieht hin, guck mal da, dieses Rote, das ist unser Scheinwerfer. Ja, morgen Ayutans Geburtstag, das ist auf jeden Fall jetzt mal kurz ein Part aus unserer Nachtwanderung sozusagen. Haben gerade eben uns noch mit einem Abonnenten von mir getroffen, mit dem Dennis, ganz liebe Grüße. Und jetzt geht's nach Hause, Nickerchen machen. Wir können aber ein Bild machen, wenn wir uns andersrum entschleunigen. Guten Morgen, Freunde. Das ist wahrscheinlich jetzt hier mitten im Vlog. Das war jetzt meine erste Nacht in Bremen von den 3 Tagen sozusagen, also 2 Nächten. Also heute Nacht schlafen wir nochmal hier. Heute ist der Geburtstag von der Ayutan. Und ja, ihr seht richtig, ich musste auf der Couch schlafen.
In dem Ding, was ich hier gebucht habe, musste ich auf der Couch schlafen. Aber das war vollkommen okay, weil mein Kollege einfach zu groß ist für die Couch. Ich glaube, die ist 1,90 oder irgendwie 1,92, das ist glaube ich 1,97. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht so gut geschlafen. Aber ich freue mich heute auf den Geburtstag von Ailton sehr. Bin nochmal sehr gespannt, wie das da alles wird. Schon die Liste gesehen. Thomas Schaaf freue ich mich extrem drauf. Ich hoffe, dass man so ein paar Sekunden irgendwie wenigstens hat. Und wenn es wirklich auch nur ist, dass man es einmal kurz so festhalten kann. Ich freue mich einfach, ihn wirklich so zu sehen. Und selbst wenn das da alles irgendwie nicht klappt, einfach, dass Thomas Schaaf da so nah ist, sage ich mal. Aber ja, ich war gestern ja noch im Stadion, habe da noch Dennis, ganz liebe Grüße gehen raus, ein Abonnent, auch getroffen. Das Stadion bei Nacht war auch echt einfach wieder wunderschön. Dieses, immer wenn ich in Bremen bin, habe ich so dieses Gefühl von irgendwie, ja, wie so eine Art zweites Zuhause, ne? Also das Weserstadion, da muss ich echt sagen, ich kriege sofort Gänsehaut, mein Herz schlägt höher, hört sich so wie so eine Floskel an, aber es ist einfach wirklich so. Ja, ich fühle mich da einfach dann extrem wohl und genieße das dann einfach in dem Moment. So, sag mal, wie schmeckt? Sehr gut. Ja? Wie findest du die Eier? Kann man essen. Ja, gutes Frühstück, sagst du, ja? Wunderbar. Guck mal, da hinten ist das Weserstadion. Und hier ist Taubenschlag. Und hier können wir auch nochmal zack, Werbung machen. Eingedeicht. Wunderschön. Mike, sag mal, wie findest du das Stadion? Ja, sieht schön aus. Schön, ne? Ja. Wunderschön, wolltest du sagen, ne? Schöner als FC, sag mal. Nein. War das ein Ja? Nein. Ich wusste es ja. Was sagst du jetzt? Besser als Köln? Sag mal. Nein, immer noch nicht, aber es ist ein schönes Stadion. Aber es ist besser als Köln, hast recht. Guck mal. Ich finde es schöner als Leverkusen. Ja. Das sieht so geil aus. Wunderschön. Sieht so gut. Und? Jetzt besser als Köln-Stadion? Bester FC Köln. Ach, das ist auch wirklich. Mega. So, erstmal vielen lieben Dank für die Zeit. Nur eine positive Sache für die neue Saison für die Werder-Fans. Ja, ich glaube, die Werder-Fans machen positiv für sich selbst. Ich glaube, sie werden wieder die Nummer 1 bei sowohl bei Heim- als auch Auswärtsspielen. Die Unterstützung wird wieder überragend sein. Ich glaube, das ist das, ja, was wir als Verein so lieben, was die Mannschaft so liebt, was die Mannschaft braucht auch. Deswegen weiter so. Und, ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Und für Ailton nochmal ein, zwei nette Worte vielleicht zum Geburtstag. Für den kleinen Dicken? Für unser Kugelblitz. Ja, nee. Ich glaub, endlich 30. Ailton, glaube ich, hat den Werder-Fans sehr, sehr viel Freude gemacht. Ja. Hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass wir ganz, ganz viel Zeit damals hatten, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine, immer viel Spaß hatten. Und deswegen bin ich auch gerne hier und freue mich auf viele Zuschauer. Vielen lieben Dank. Ein Satz für Ailton. Ailton, mein Lieber, auf alles mich. Beste zum Geburtstag, liebe Gesundheit und noch mehr Erfolg in deinem Leben. So nämlich. Jawohl. Und wie war es für dich neben Ailton? Ja, ist halt eine bedeutende Größe des Fußballs und ist natürlich für mich auch immer ein Erlebnis, so eine Persönlichkeit kennenlernen zu dürfen. Und ja, auch nochmal an dich Dankeschön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ja, also, gerne. Ist für mich auch ein Highlight und ich hoffe natürlich dann auf ein schönes, interessantes Spiel. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja.
Wie hat denn Ayrton sich gemacht im letzten Spiel jetzt? Ja, leider hat er heute viele Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat. Sonst hätte er einige Tore schießen können, aber ich glaube, es war für ihn ein schöner Geburtstag. Das glaube ich auch, vielen Dank. Mein Lieber, sehr gerne, sag mal was für unseren Toni. Toni, parabéns, alles Gute zu deinem Geburtstag, bleib so, wie du bist und ich wünsche dir Gesundheit und viel Erfolg in all dem, was du tust. Was sagst du zum Spiel, seine zwei Tore? Was soll ich sagen, einfach Kugelblitz. Einfach Kugelblitz, so nämlich, wunderbar. Felix, mein Lieber, erstmal heute als Feldspieler gespielt und ein Ding gemacht. Was sagst du erstmal dazu? Ich würde sagen, jahrelang auf der falschen Position eingesetzt worden. Ja, sehe ich auch so. Eigentlich fast eine Rückkehr, oder? Ja, entweder muss ich jetzt meine Karriere beenden direkt oder starten. Das muss ich mir noch mal zu Hause überlegen. Ja. Und Wiedwald 50 geworden, wollte ich dann fast sagen. Ayrton 50 geworden. Was sagst du denn? Heute war schon schön, ne? Und zwei Dinge hat er noch gemacht, ne? Das war die Hauptsache, dass Toni trifft, sonst wäre die Party nichts geworden. Toni, wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank für deine Einladung. Genieß deinen 50. Jawohl, danke dir, mein Lieber. Ayrton, dein Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Danke. Und Glückwunsch auch zu den zwei Tore bei dem Spiel. Ja. Was sagst du zu dem Spiel? Ja, ein Hammer. Das ist ein mega Spiel. Und wie alles gekommen ist. Genau so. Und meine Mannschaft für heute, ich spiele gegen junge Leute, ne, und habe sehr gut gelaufen auf dem Platz. Und natürlich ein großes Kompliment von meiner Seite, für meine Mannschaft. Ein mega Spiel heute. Und der Torwart von der anderen Seite auf jeden Fall noch, ne? Der hat auch viel gehalten heute, ne? Aber die Torwart haben das verstanden, dass mein Geburtstag. Ja, ja. Haben wir, glaube ich, alle gesagt. Genau. Ja. Und das ist, habe ein super gespielt auch. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön, Dankeschön. Auch nochmal von alle da draußen. Okay. Ja, auch Thomas Schaaf und so weiter. Sehr gut, sehr gut. Super, wunderbar. Mein bester Trainer. Ja. Okay. So, meine Freunde, ein langer Tag geht zu Ende. Wir waren jetzt gerade noch bei Ayrtons Aftershow-Party. Das hat Ayrton mir gerade noch geschenkt. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Diese Tasse werdet ihr zukünftig sehr, sehr viel häufiger im Stream natürlich sehen, ist ja ganz klar. Ja, Aftershow-Party war jetzt auch nochmal cool, erstmal überhaupt da reinzukommen. Ja, dann die ganzen Leute da zu sehen. Es waren so viele bekannte Gesichter. Marco Bode war da, Nelson Valdez war da. Klar, logischerweise Ayrton. Ach, es waren so viele da. Wirklich, es war einfach unglaublich. Hat extrem viel Spaß gemacht, der komplette Tag. Ich werde hier auf jeden Fall im Nachgang noch was reinschneiden. Wollte hier nur mal ein Ende auf jeden Fall erstmal aufnehmen. Ich muss den Tag erstmal selber verarbeiten. An der Stelle auch nur noch einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Ayrton. Vielen lieben Dank für diese tolle Einladung. Da hat sich auf jeden Fall alles den Erwartungen entsprochen sozusagen. Wir sind ja gestern aus Köln hier hingefahren. Und es war einfach nur eine richtig, richtig geile Erfahrung. Und Mike, du kannst ja auch mal gerne gerade sagen, wie war es denn für dich? Du warst ja das erste Mal jetzt bei so einem Event auch dabei und hast ja auch gerade ein, zwei Wörter noch mit Ayrton wechseln können. Wie war er auch für dich? Super bodenständig, super höflich und ist halt auch ein Erlebnis wert, so einen Menschen halt auch mal kennenzulernen, wenn man weiß, was er halt sportlich halt für Erfolge erzielt hat. Und ich muss sagen, die Aftershow-Party da drüben, ja, die ist eine super schöne Location und
Auch das Bild war geil, ne? Was die da vorher aufkamen. Ja, auch mit der, ja. mit der Fotowand. Ich blende euch mal das Bild von Mike und Ayrton gerade noch ein. Ich glaube, da sieht man das so ganz gut noch. Und bei dem Interview gerade mit Ayrton haben wir es auch nochmal aufgenommen gehabt da. Ich muss eine Sache sagen, ich wollte eigentlich noch viel mehr Leute mit reinnehmen, mit den Geburtstagsgrüßen. Aber tatsächlich hatte ich gedacht, dass ich nach dem Spiel die Leute einzeln ansprechen kann. Da waren aber dann jede Menge Leute, die halt alle Fotos wollten und so. Das ist ja auch vollkommen okay. Und dann wollte ich auch niemanden nerven. Manche haben auch so ein bisschen genervt gewirkt und deswegen dachte ich mir, nee. Und dann dachte ich gerade, okay, hier vielleicht in einer ruhigen Minute bei der Aftershow-Party, so wie mit Ayrton. Ayrton habe ich auch gesagt, ey, dann lass uns das doch gleich machen. Nicht so stressig nach dem Spiel. Hat er auch gesagt, ja, machen wir lieber so gut. Aber tatsächlich war halt hier jetzt so auch, du hast gemerkt, die Leute waren am Abschalten. Und ich glaube, da haben auch Kameras dann nicht wirklich was zu suchen. Oder ich finde das so ein bisschen unangenehm dann. Weißt du, wenn alle gerade am Entspannen sind und dann vielleicht auch das ein oder andere Getränk zu sich nehmen und du selber bist dann so, ey, weißt du, komm doch mal raus für Geburtsgrüße oder so, ist vielleicht ein bisschen doof. Ja, trotzdem war es einfach mega geil. Also, das zum Ende dieses Videos. Ja, Freunde, hier auch nochmal das Ende vom Ayrton-Video jetzt. Wir sind jetzt praktisch kurz vor der Rückfahrt. Hatte gerade noch kurz ein Video aufgenommen gehabt für den Werder-Kanal. Und ja, da seht ihr jetzt auch nochmal den Garten, wer es bei dem Update nicht gesehen hat. Ich bin jetzt auch wieder unterwegs sozusagen Richtung nach Köln oder fahre jetzt nach Köln. Mir hat unfassbar viel Spaß gemacht. An der Stelle nochmal herzlichen Dank an Ayrton für diese unfassbar tolle Einladung zu seinem Geburtstag. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe auch, muss aber wirklich sagen, ich habe ja relativ kurzfristig mir hier was gemietet gehabt für 3 Tage. Hatte richtig Glück, ganz, ganz tolles Apartment hier gemietet gehabt. Habe ich über Booking gemietet sogar. Das erste Mal über Booking etwas gemietet und das war top. Also ich muss sagen, ich habe mich die 3 Tage hier sehr, sehr wohl gefühlt. Und das war es auf jeden Fall alles auch sehr, sehr wert, hier hinzukommen. Ne? Also Freunde, ganz liebe Grüße nochmal an alle und ich bin raus. Mal einfach auch hier dieser Moment, ne? Hier direkt unter den Weserstadion sozusagen zu stehen, das ist wunderbar. Eigentlich müsste ich es hier machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Renico. Viel Spaß bei diesem Video. Das könnte man doch eigentlich auch permanent verwenden. Das ist, guck mal Freunde, guck dich das mal an. Ah, da geht einem das Herz auf. Sag mal, was haben wir da? Kratzeis. Das ist Kindheit. Das ist Kindheit. Kannst du mal mit ein bisschen mehr Überzeugung sagen? Ja, Bruder, was soll ich sagen? Das ist einfach geil. Das haben wir früher als Kinder immer gehabt. Und sing. OSVW. Nein. Ach, das ist noch, es wird noch werden, ich sag's euch. Weiß gar nicht. Ich hab gesagt, ich mach aus ihm Werder-Fan. Na. Ja.